Hallo, 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 ich begrüße Sie zurück zum 13. Türchen. Schön, dass Sie da sind. Was haben wir denn heute für Sie vorbereitet? Was ganz, ganz klein. Es ist doch was Schnuckeliges. Das ist so eine Sache, die passiert dem einen oder anderen Mal, wenn man im Eifer des Gefechtes im Straßenverkehr nicht ganz so auf der Höhe ist. Und dann passieren solche Dinge, wie hier in Watkins Glen. Trauriger Tag. Keine Sonne. Alles grau. Man hat so schon schlechte Laune, wenn man von der Arbeit kommt. Und man hat's eilig. Man will nach Hause. Und dann sind da auch noch so andere Verkehrsteilnehmer. Auf die hat man ja nur gar keinen Bock. Und dann passieren solche Dinge. Film ab. Ziemlich leise. Man hört nichts. Ist übrigens wieder so ein typischer BMW-Fahrer. Man kennt ihn aus dem Straßenverkehr. Nicht blinken, keine Rücksicht. Einfach durchziehen. Aber wissen Sie, das kann jedem mal passieren. Und das ist auch gar kein Vorwurf. Weil im Eifer des Gefechtes, in nur wenigen Millisekunden, hat man das manchmal wirklich nicht auf dem Schirm, dass da jemand ist. Nicht um das gut zu heißen, was der BMW-Fahrer jetzt hier veranstaltet hat. Nee, das kommt einfach mal vor. In den besten Familien, bei allen Fahrern, die zwischendurch mal pennen. Und hier hat der BMW halt einfach ein bisschen zu sehr zugezogen mit seinem... ja, Schlachtschiff, möchte ich sagen, was der BMW ist, und hat dann mal den, ja, McLaren rausgeschoben. An dieser Stelle hat mich ein kleiner Brief erreicht. Lieber Herr Jütke Dizzymann, schau mich nicht so böse an. Als ich letztens auf der Arbeit war, haben wir 16 Uhr ausgestochen. Wir sprinteten zum Parkplatz. Alle Mann. Wir saßen drin, wir haben uns aufgestellt, wir fuhren los. Brisant ging es in die erste Kurve, es war sehr, sehr eng. Wir waren drei Autos nebeneinander. Alle wollten es, scheinbar konnten es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Und dann sah ich auf der linken Seite den Turbo BMW. Ich habe viele BMW-Fahrer in meinem Leben kennengelernt. Nicht alle sind so komisch. Nicht alle benutzen den Blinker. Viele fahren schnell. Dann gibt es diese Leute mit diesem M, die machen mal Vroom Vroom. Aber dieser M4, der hat es wirklich eilig. Und scheinbar hat er auch einfach nichts gesehen von dem, was auf der Strecke dort passierte, auf dem Weg nach Hause. Nein, er fuhr in die Kurve rein, er hat es eilig, rum, rum, er war im fünften Gang, er beschleunigte. Er fuhr die kleine Orange hoch, wie wir immer sagen. Er gab Gas, noch mehr Gas und lenkte und lenkte und lenkte. Und auf einmal machte es Peng. Er fuhr in mich rein. Ich habe gerade so die Bremse drücken können. Ich konnte mich gerade so retten, dank der Leitplanke. Sie hat mich einfach auf der Strecke wieder gehalten. Und er war weg. Er fuhr einfach geradeaus, als wenn nichts gewesen wäre. Panzer. Es war ein Panzer. Herr Jütke, schlag mal mit der Route zu. Diesem Wunsch will ich nachkommen. Das ist Vorsinger Collision in Runde 1 und gibt ein Safety Rating abgezogen. Und damit würde ich sehr gerne das heutige Türchen schließen. Auf bald.